Hallo zusammen zu einem Let's Info Together mit Yinichi. Hallo. Hallo. Ich könnte jetzt noch einmal erzählen, dass Basti vor ungefähr 5 Minuten aufgestanden ist. Na, nicht ungefähr 5 Minuten, sagen wir ungefähr eine halbe Stunde, seine erste COD-Runde hinter sich hat und total verpennt ist. Und ihr seht es genau hier unten. Es ist 12 nach 12. Aber gut, darum geht's heute nicht. Ich mach mal erstmal links wieder auf. Und meine Musik ist zu laut, mein Gott, sie ist zu laut. Das ist zu leise, Moment. Ah, auf die Rettungsboote! Auf die Rettungsboote? Lol, bist du bekifft oder was? Also, Moment mal, ich mache eben die Musik etwas lauter wieder. So, das ist jetzt auf 1, das sollte reichen sogar. Lol. Und heute geht es, wie gesagt, schon um die Infos zu, nee, es ist noch gar nicht gesagt, zu den nächsten Projekten. Also FLIFE ist ja so gut wie zu Ende. Bei mir kam heute Part 17, dann kommt morgen bei ihm noch Part 18 und bei mir dann noch Part 19 und dann Part 20, richtig? Oder kommt das? Ja. Ja gut. Danach wollte ich alleine weitermachen. Aber da hattest du keinen Bock mehr drauf. Nicht? Doch, eigentlich schon. Ach, interessant. Letztes Mal hast du noch was anderes erzählt. Hab ich das? Ja, eigentlich schon. Weiß nicht. Ja, aber ist auch Vane, weil wir machen noch irgendein Together und wieder von irgendeinem MMO, höchstwahrscheinlich. Ja. Dazu hätte ich gerne eine kleine Abstimmung. Ich liste die Spiele jetzt schon mal auf, also ich denke mal, ich werde da keine Kommentare zulassen und jeden Namen da einmal rein und welches dann die meisten Daumen hoch hat, das wird dann wahrscheinlich genommen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denke ich mal. Also wenn ich nicht gerade was anderes sage und ich die Antworten oder das Spiel total scheiße finde. Oder wenn Camiro nicht plötzlich wieder aufhören will, weil er bei einem Tod XP verliert. Zum Beispiel. Ja, so, da könnt ihr uns wie auch schon in FLIFE gerne zurecht stalken, wie ihr wollt. Aber jetzt will ich mal endlich labern hier, welche Spiele da denn kämen. Na, ich pack's nicht. Tu das. Zum ersten wäre da zum Beispiel Florencia, das ist auch so ein Manga-MMORPG, sehr im Stil auch von FLIFE, bloß halt so mit Schiffen und ohne Fliegen, bessere Grafik, bla bla bla. Das wäre fast mein Favorit. Es wäre dann Fiesta. Das ist eigentlich so wie FLIFE und Florencia, bloß ohne Fahrzeuge, also quasi ein ganz einfaches Manga-MMORPG. Ne? Nur laufen. Nur laufen, genau. Yay! Oder For Story. Da war, warte mal, was war da noch das Interessante? Ich bin gerade mit Wounds of Magic ein bisschen durcheinander. Auf Wounds of Magic habe ich unter anderem keine Lust. Ich auch nicht. Stimmt, da war das, dass man quasi in den Kämpfen, man konnte gegen andere Gebiete, also da gab es auch irgendwie zwei Fraktionen und da wurde anders als in WoW jedes Gebiet irgendwie durch Kämpfe quasi von den anderen erobert. Gut, als nächstes wäre da Kabal oder Cable. Ich weiß, dass ich es ganz lustig fand, aber ich weiß auch nicht mehr wieso. Navira, du verpisst dich jetzt. Ja gut, als nächstes wäre dann Bounty Bay. Das ist nur eine Empfehlung von einem Kumpel, dass das ganz gut wäre. Ich weiß nicht, wie es ist, da könnt ihr ja abstimmen. Wenn das so wirklich so gut ist, dann werde ich es mir mal anschauen. Das ist auch, meine ich, irgendwie mit Schiffen, irgendwie so, Dings da, so, wie ist es jetzt, Piraten und allen Scheiß, ne? Piraten. Arg, lass uns den See stechen! Oh mein Gott! Also quasi so wie Florencia, bloß in realistisch. Und als letztes, was mein absoluter Favorit unter allen MMORPGs ist, das, die ich kenne. World of Warcraft. Fick mich. Black Prophecy. Also, das finde ich total genial. Das könnt ihr euch mal gerne angucken, wenn ihr gerade das Spiel nicht kennt oder whatever. Das ist quasi, ja, auch ein MMORPG, bloß halt quasi mit Raumschiffen und allem, ne? Und ich liebe dieses Spiel einfach. Und nein, wir sind auf keinen Fall LOL.
Nein, wir werden kein LoL spielen. Nein, wir werden kein WoW spielen. Nein, ja, wir werden nur diese Spiele, die da drinne sind, in diesem Dings da hier, Kommentare, die ich gerade genannt habe, Und wenn spielen. ihr einen von den Spielen so gut kennt, könnt ihr auch Camiro oder mir eine PN schreiben und so schreiben, was in dem Spiel toll ist, dann nicht so toll ist. Ob man da auch ohne richtig viel Geld auszugeben was Tolles machen kann. Ja, ich denke mal, hochkommen quasi. Sollte man in fast jedem Spiel, abgesehen von Fly, ne? Ja, aber es gibt ja auch die meisten Spiele, wo man diese Instanzen machen kann und die gehen immer mit super tollem Equipment. Das kriegt man nur für 500 Milliarden, 1000 Euro. Ja, das weiß ich nicht, wie das ist, ne? Das war eigentlich auch das, was ich an WoW so toll finde, aber mittlerweile finde ich, also ich hab's bis Level 60 oder sowas gespielt. PS-Server. Auf Offi auch. Also ich Was? habe nee, auf dem Privatserver, da habe ich mal mit einem Kumpel eine Zeit lang gespielt, und außerdem gehe ich viel zu weit über unser Ziel hier hinaus. Eigentlich soll es ja nur informieren, aber scheiß drauf, jetzt erzähle ich es noch. Erst habe ich eine Zeit lang auf dem Privatserver gespielt und danach auf dem Offi, und ich muss ehrlich gesagt sagen, für alle, die irgendwann mal auf dem Privatserver gespielt haben, auf dem Offi ist das Spiel schon besser. Das Problem ist halt bloß die monatlichen Kosten, ne? Also es macht wirklich mehr Spaß auf dem Offi, wirklich, aber Kostet Geld. kostet Geld, ne? Das ist das Problem. Und das ist halt der Vorteil bei den Privatservern, ne? Aber ich denke mal, wenn man die richtigen Leute auf dem Privatserver hat, dann kann das auch ganz lustig sein. Ich weiß nicht, wenn ich da nochmal einen Server finde, wo wir mit Raids innerhalb von 8 Parts auf Level 80 kommen, dann können wir da nochmal überlegen, aber das soll nicht jetzt passieren, das soll wann anders passieren, und von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns hier, ne? Tschüss. Tschüss, bis wann anders.